Liebe Geschwister im Islam, ich freue mich erstmal heute hier zu sein. Und worüber ich heute reden will, ist über eine Begebenheit aus der Sira, aus der Biografie, aus dem Leben des Propheten Muhammad a.s.w. Und nachdem wir dazu aufgerufen haben, dass man gottesfürchtig sein soll, kann ich nur jedem ans Herz legen, sich mit der Sira und mit der Sunna des Propheten a.s. zu beschäftigen. Jedenfalls Aisha radiallahu anha berichtet, und das ist in Sahih al-Bukhari der dritte Hadith, sie berichtet, dass der Prophet a.s. über den Anfang des Wahi, und das Kapitel davon ist auch Anfang vom Wahi. So fängt das Kapitel von Bukhari an. Man fragt sich, warum hat Bukhari direkt am Anfang, Wahi heißt die Offenbarung, ja, warum fängt Bukhari radiallahu anhu sein Buch an mit dem Kapitel Anfang von Wahi? Warum hat er nicht angefangen mit Gebet? Warum hat er nicht angefangen mit Zakah, Almosenspende? Er fängt an mit Anfang von Wahi. Hier sagen die Gelehrten, möge Allah sich ihnen erbarmen, sagen, das hängt damit zusammen, dass Bukhari damit zeigen will, dass die Sunna ein Teil praktisch ist oder dass die Sunna und der Koran nicht auseinandergehen können. Deswegen fangen wir direkt an, denn Anfang von Wahi ist die Offenbarung vom Koran. Und wenn wir direkt anfangen, in der Sunna im ersten Kapitel zu zeigen, wie Wahi herabkam, dann zeigt das, dass die Sunna das Leben des Propheten, dass der Prophet a.s.w. eigentlich derjenige ist, der diese Botschaft trägt, und dass es auch bei jeder Offenbarung einen Hintergrund gibt. Asbabu Nuzul, ein Grund, warum es herabgesandt wurde. Dann fragen wir Aisha radiallahu anha, die mit Abstand stärkste Meinung der Gelehrten ist, dass sie zu diesem Zeitpunkt, als der erste Wahi herabkam, dass sie noch gar nicht gelebt hat. Dann fragen wir, wie kann Aisha radiallahu anha davon berichten, dass wie der Prophet die erste Offenbarung bekommen hat? Und das ist wieder so ein Punkt, wo der Scheitan zu vielen Muslimen kommt und sagt, siehst du, auf die Sunna kannst du dich gar nicht verlassen. Wie wollte denn Aisha darüber berichten? Ist doch ein Widerspruch. Die Sache ist ganz einfach. Aisha war jahrelang mit dem Propheten a.s. verheiratet und er hat dir erzählt, wie Anfang von Wahi war. Ganz einfach. Zweite Möglichkeit ist, und das nennt man Mursal Sahabi, dass ein anderer Sahabi erzählt hat, wie der Anfang vom Wahi gewesen ist. Aber die Sache ist, wie gesagt, ganz einfach. Ja, das nur dazu, falls jemand mit dieser Schubha kommt, mit diesem Scheinargument, weil viele wissen dann nicht, wie sie darauf antworten sollen. Ja? Dann sagt sie, Aisha, sie sagt, dass der Prophet, dass der Anfang angefangen hat, bevor er überhaupt die Offenbarung direkt von Allah bekommen hat, war Ruya Saliha. Das heißt, der, sozusagen der rechtschaffene Traum, der wahre Traum. Das heißt, dass der Prophet immer wieder geträumt hat und dass dann der Traum genau so, wie er ihn hatte, in Erfüllung gegangen ist. Andere Beispiele an anderen Hadithen, die nicht hier erwähnt werden, wird erwähnt, dass ihn Steine gegrüßt haben, Bäume gegrüßt haben. Und in einer Überlieferung sagt Ali radiallahu anhu, dass er mit ihm zusammen war und dass er es sogar selber hören konnte. Ja? Das heißt, warum fängt der Prophet a.s. so, warum fängt Allah an, den Propheten so zu offenbaren? Hier sagt man, dass das wie eine Einführung ist, eine Vorbereitung ist. Denn die Offenbarung selber, dass der Koran herabkommt, ist eine Sache, die unheimlich schwierig auf einen Menschen einwirkt. Allah sagt dies im Koran, Surah al-Hashr, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا مصديا من خشية الله. Das heißt, hätten wir diesen Koran auf einen Berg herabgesandt, ja, dann hättest du diesen Berg, hättest du zittern gesehen. Wenn der Koran auf ihn, und hier wird der Koran auf einen Menschen herabgesandt. Das heißt, das ist nicht eine einfache Sache, als wenn du mit irgendjemandem sprichst. Das ist wirklich eine schwierige Angelegenheit, dass so eine Offenbarung zu dir herabkommt. Und hier wird der Prophet, a.s.w., wird er angesprochen und wird, es ist sozusagen eine Einführung für ihn. Ja? So, und dann sagt sie, dann ist für ihn diese Khalwa beliebt geworden, das Alleinsein. Allah hat das beliebt für ihn gemacht, alleine zu sein. Ja, und dann ist er hochgegangen zu Rari Hira, die Höhle Hira in Mekka, auf den Berg hochgegangen und ist dort alleine geblieben. Hier sind erstmal zwei Teile und ich sage euch ganz ehrlich, wenn wir die Sunna des Propheten a.s. betrachten,
Hier sehen wir immer wieder, so, dass wir mit einem Hadith so viele Fawaid raus, dass wir aus einem Hadith, aus einer Aussage, aus einer Geschichte so viel Nutzen ziehen können. Unglaublich. Wir sagen erstmal, hier ist ein Zeichen, dass, was hat der Prophet gemacht? Er hat die Leute von Mekka, die Kinder verbuddelt haben, die Frauen unterdrückt haben, die Götzen angebetet haben, hat die verlassen. Für ihn wurde es beliebt, alleine zu sein. Und das ist immer noch heute eine Sache, die wir Muslime uns merken müssen, dass wir die Leute, die etwas Schlechtes machen, verlassen müssen. Wir dürfen nicht mit jemandem sitzen, der dabei ist, etwas Schlechtes zu machen, außer um Dauer mit ihm zu machen. Denn ansonsten kriegst du etwas davon ab. Der Prophet a.s. sagt sinngemäß, dass derjenige, der mit einem guten Mann sitzt, ist wie jemand, der mit einem Miskverkäufer sitzt. Ihr kennt Misk, das ist dieser schöne Geruch. Das heißt, entweder man kriegt etwas davon ab, ja, oder man riecht danach gut, verstehst du? Das heißt, du hast einen Nutzen, das ist der Gute, mit dem du sitzt. Selbst wenn du nichts dazu beiträgst, selbst wenn du nichts magst, selbst wenn du schlecht bist, du profitierst davon. Allah sagt, der Prophet sagt in einem Hadith, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَرَّسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ und so weiter. Der Prophet sagt, wenn sich Leute treffen und den Koran zusammenlesen und studieren, dann kommt die innere Ruhe auf sie herab und die Rahma umgibt sie und die Engel, die kommen um sie herum. Das heißt, selbst wenn du nur dabei sitzt, hast du einen Nutzen davon. Und deswegen ist es ganz wichtig, und das sieht man hier, guck mal, dass diesen Nutzen kann man aus dem Hadith rausziehen, dass wir versuchen, Abstand zu nehmen von den Leuten, die uns auf den falschen Weg bringen. Das ist eine ganz wichtige Grundlage. Denn der Prophet sagt weiter, dass derjenige, der mit dem Schlechten sitzt, ist wie jemand, der mit einem Schmied sitzt. Das heißt, entweder du kriegst einen Funken auf deine Kleidung oder deine Kleidung stinkt danach. Egal, ob du willst oder nicht. Wenn du sitzt mit jemandem, der nur mit schlechten Dingen zu tun hat, ohne die Nia zu haben, ihn zum richtigen Weg zu rufen, dann ist etwas anderes, dann wirst du etwas abbekommen. Und wir sehen viele Leute, und ihr könnt es sicherlich bezeugen, die vernünftige Menschen gewesen sind, dann in eine Schule gehen oder irgendwo hinkommen, wo sie einen schlechten Umgang haben und innerhalb von kürzester Zeit ändern sie sich vollkommen. Ändern sie sich vollkommen. So, dann die nächste Sache ist, was man wissen muss, ist, und das ist auch wie eine Vorbereitung für den Propheten, dass der Prophet, a.s., dort alleine in der Höhle ist. Das ist doch eine Sache, wo man eigentlich auch, trotz, auch wenn man ein Mann ist, Angst hat, irgendwo ganz alleine in der Wildnis, damals gibt es wilde Tiere, oben in einer Höhle zu sein. Ja? Und was hat er dort gemacht? Er hat dort Gott gedient, ohne dass ihn jemand sieht. Und hier sehen wir wieder einen Nutzen, dass wir Taten machen sollen, die keiner sieht. Taten machen, die keiner sieht, die nur mit mir und Allah etwas zu tun haben. Denn wir haben bei jeder Tat, die wir machen, haben wir immer die Gefahr, dass Riya reinkommt, dass wir etwas tun, damit die Menschen sagen, oh bravo, du bist aber ein Guter. Und die Ersten, die in die Hölle geschmissen werden und Hatabu Jahannam sind, sind was? Sind ein Mujahid, sind einer, der Gelehrter war, Koran gelesen hat und Wissen hat, und einer, der gespendet hat. Und Allah sagt zu dem Mujahid, du hast nicht gekämpft, sinngemäß, um für Allah, sondern du hast gekämpft, damit die Leute sagen, du bist mutig. Und zu dem, der spendet, sagt, du hast gespendet, damit die Leute sagen, der ist aber großzügig. Und zu dem Gelehrten sagt, damit die Leute sagen, du hast aber Wissen, sinngemäß. Hier, das ist ein wichtiger Punkt, hier sind Taten, die man, dass man Taten macht, die wirklich, wo ein keiner sieht. Jetzt etwas anderes. Uns wird nirgendwo berichtet, wie der Prophet a.s. zu dieser Zeit gebetet hat. Das ist auch etwas Wichtiges, hat mit dem Folgen der Sunna zu tun. Das fragen einige Leute, ja, wie hat er denn dort gebetet? Zu dieser Zeit, hat er Richtung Quds gebetet, hat er Richtung Kaaba gebetet, hat er schon Sujud gemacht, Ruku gemacht, was hat er gemacht? Was sagen wir hierzu? Wäre es wichtig für uns zu wissen, wie er in dieser Zeit gebetet hat?
والسلام, hätte, wäre uns das berichtet worden. Der nächste Punkt ist, heute sieht man viele Muslime, die gehen dort in Mekka, wenn sie dort sind, gehen sie zu dieser Höhle. Da ist nichts dabei, man kann sich das natürlich angucken aus Interesse. Ja, dass man einfach Interesse hat, sich das mal anzugucken. Das ist ja auch interessant. Man will einfach mal sehen, ja, guck mal, hier war der Prophet gewesen. Wie sieht das ungefähr aus? Das ist kein Problem. Aber viele gehen dort hoch, weil sie denken, sie hätten dadurch einen besonderen Nutzen, würden sich dadurch religiös Hasanet bekommen. Und denken, sie müssen dort 2 Rakats beten. Das ist eine Bida, das ist eine Erneuerung in der Religion. Weil wäre das gut gewesen, dann hätten die Sahaba uns dies berichtet. Und deswegen ist es nicht von der Sunna, dies zu machen. Und deswegen sollte man den Menschen, wenn man zu Hajj fährt, sagen, es ist nicht von der Sunna, dort hochzugehen und 2 Rakat zu beten. Im Gegenteil, das ist eine Erneuerung in der Religion. Und das ist nicht erlaubt, weil damit sagt man, dass der Prophet والسلام, uns nicht gesagt hat, was wir zu tun haben. Uns nicht die Botschaft voll überbracht hat, weil ansonsten, was wäre passiert? Ansonsten hätte er uns gesagt, das ist gut, wenn ihr dort hochgeht, 2 Rakats betet. Alles wurde uns berichtet. Er hat hinter Makam Ibrahim gebetet, wir sollen es machen und so weiter. Aber hier, keiner der Sahaba ist hochgegangen. Es wird nicht berichtet, dass er hochgegangen ist, Surah Hira, zu der Höhle von Hira und hat gedacht, dort würde er einen besonderen Nutzen haben. Ja. Dann, der nächste Punkt ist, dass er dann immer wieder runterkam nach einigen Tagen und sich versorgt hat. Und wer hat ihn versorgt? Seine Frau hat ihn versorgt. Und dies ist ein Zeichen für eine rechtschaffende Frau. Dass die rechtschaffende Frau den Mann unterstützt, wenn er etwas für den Islam tut und ihm nicht in den Weg steht, im Weg steht. Dass sie die rechtschaffende Frau unterstützt. Und deswegen sagt der Prophet, والسلام, Ad-dunya kulluha mata. Die Dunya ist alles ein Nießbrauch. Er sagt, und die beste Nießbrauch in der Dunya ist eine rechtschaffene Frau. Und deswegen sollte jeder gucken, jeder Mann sollte gucken, welche Frau er sich aussucht. Wie viele Leute sind durch die Frau auf den falschen Weg gekommen? Und wie viele Frauen sind durch den Mann auf den falschen Weg gekommen? Letztens kam ein Bruder, der hat Mata als Gegenstand verstanden. Hat er die Frau in die Ecke gestellt, hat gesagt, ja, der Prophet sagt, die Frau ist ein Gegenstand, da kann ich sie behandeln wie ein Gegenstand, subhanallah. Also siehst du, es scheint wirklich manchmal so zu sein, dass die Sunna und alles auch wieder eine Probe für uns ist, ob wir die auch richtig verstehen wollen oder ob wir die dazu benutzen wollen, die Frauen zu unterdrücken. Wenn ich manchmal sehe, was ich für Aussagen höre, was Frauen angeht, wie Leute Hadithe falsch verstehen und so weiter, es ist zum Heulen, wirklich. Es ist wirklich zum Heulen. Weil wir sagen, die Frau hat bei uns eine erhöhte Position, aber Tatsache ist, dass die Realität anders aussieht, dass wir die Frau nicht so behandeln, wie es eigentlich vom Islam her sein sollte. Ja. Jedenfalls ging der Prophet والسلام, dann wieder zu der Höhle und als er in der Höhle war, kam die erste Offenbarung. Und jeder weiß, wie das passiert ist. Ein Engel kam zu ihm und was sagt der Engel zu ihm? Er sagt, Ikra, lies. Und der Prophet والسلام, sagt, ich kann nicht lesen. Dann packt er ihn, der Prophet sagt, das hat er mich genommen und hat mich gedrückt, bis ich diese Erschöpfung bekommen habe. Dann hat er mich wieder herabgesetzt. Ikra, lies. Musst dir vorstellen, du bist oben in einer Höhle, da kommt auf einmal ein Engel, wo du keine Chance hast, der packt dich. Ein Wesen, was du gar nicht verstehen kannst. Er sagt, lies. Er sagt, ich kann nicht lesen. Er packt ihn wieder und drückt ihn, bis bei ihm wieder diese Erschöpfung kam. Dann lässt er wieder runter und sagt, lies, ikra. Er sagt, ich kann nicht lesen. Dann packt er ihn nochmal, drückt ihn, bis ihm die Erschöpfung erreicht. Und dann sagt er zu ihm, اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Das heißt, lies im Namen deines Herrn. Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Der den Menschen aus einem Blutklumpen erschaffen hat. اقرأ وربك الأكرم. Is und dein Lehrherr ist der Edelste. Er ist derjenige,
der mit dem Stift gelehrt hat. Hier muss man sich eine Sache vorstellen. Erstmal, warum wurde der Prophet so gepackt? Einige Christen kommen und sagen, was ist das für eine komische Offenbarung? Warum ist das so passiert? Warum? Warum wurde der so gepackt? So hat nie einer eine Offenbarung bekommen. Und dann ist der Muslim direkt wieder durcheinander. Was sollen wir jetzt antworten? Dann sagen wir, ja, die Offenbarung des Propheten war eine einzigartige Sache, Alhamdulillah. Und er wurde gepackt, um auf die Ernsthaftigkeit dieser Angelegenheit aufmerksam gemacht zu werden. Alhamdulillah, wo ist das Problem? Weil wirklich, Brüder, es ist leider so, viele Muslime, egal mit welchem Vorwurf jemand kommt, er beißt sofort an wie ein Fisch an die Angel und weiß sofort nicht, was er sagen soll. Ja. Er weiß oft sofort nicht, was er sagen soll. Ja. Das, und das ist leider traurig. Ich hatte gestern auch so ein Beispiel gehabt, ja, wo es auch um so eine bestimmte Frage gibt. Die Christen kommen immer mit der Frage, sagen, ihr sagt, die Bibel ist verfälscht. So eine psychologische Kriegsführung, um die Muslime durcheinander zu machen. Wenn ihr sagt, die Bibel ist verfälscht, wer hat sie verfälscht, wann wurde sie verfälscht und wo wurde sie verfälscht? Psychologische Kriegsführung. Der Muslim steht dann dort, oh wei, ich weiß jetzt gar nicht, was ich antworten soll. Und dann fühlt er sich unsicher. Ja, ich weiß gar nicht, oh wei, ist meine Religion doch falsch? Ich weiß gar nicht, wer sie verfälscht hat, wann sie verfälscht hat, wo sie verfälscht war. Wisst ihr, was die beste Antwort darauf ist? Weiß ich nicht. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Weiß ich nicht. Für mich ist nur wichtig, dass sie verfälscht wurde. Andere ist für mich unwichtig. Kannst du mir erzählen, wann Jesus wurde laut eurer Bibel in den Garten Gethsemane gefangen? Sag mir, wer waren die Soldaten? Wie hießen die? In welcher Ecke vom Garten Gethsemane war das und in welche Stunde? Oder in welcher Minute? Sagt er, weiß ich nicht. Sagst du, siehst du, du weißt es auch nicht. Ja, ist ja unwichtig. Ja, für mich ist unwichtig. Für mich ist unwichtig, wer die verfälscht hat, wann die verfälscht wurde und wo die verfälscht wurde. Sondern für mich ist wichtig, dass die verfälscht wurde, dass ich weiß, dort sind falsche Sachen drin und ich habe hier die Botschaft, die original ist, an die ich mich halten muss. Und dass, wenn ich die Bibel lese, dass ich weiß, wie der Prophet sagt, لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ بَلْ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْ. Das heißt, وَمَا أَنزَلْ. Das heißt, وَبِمَا أُنزِلْ. Das heißt, sage zu Ahlul Kitab, sage nicht, dass was sie sagen ist eine Lüge und glaube es nicht, sondern sage, ich glaube an das, was Allah herabgesandt hat. Ich glaube an Allah und das, was er herabgesandt hat. Alhamdulillah. Was heißt das? Das heißt, wenn ich sage, ich glaube an das, was er herabgesandt hat, das heißt, wenn das, was du mir gerade von der Bibel erzählt hast, von Allah herabgesandt ist, dann glaube ich dran. Alhamdulillah. So, jetzt. Natürlich, wenn wir eine Sache haben, die klar dem Koran widerspricht, dann wissen wir ganz genau, dass es eine Fälschung ist, der Akida vom, der wahren Akida widerspricht. Ja? Jetzt sehen wir hier in dieser Sache, er sagt Ikralis. Der erste Befehl im Koran, Subhanallah, ist was? Ist der Befehl des Lesens. Für den Propheten rezitieren und für die Umma lesen. Das heißt, dass du Wissen bekommst. In erster Linie ist Wissen wichtig. Welches Wissen? Von Koran und Sunnah. Das ist das Erste. Das ist Warathatul Anbiya. Denn der Prophet sagt, dass die Ulama, die Gelehrten, die Warathatul Anbiya sind. Die Erben der was? Der Propheten. Ja, und hier ist ganz wichtig, die Propheten haben keine Wissenschaft gelehrt von Physik oder von Gynäkologie, also im allgemeinen Sinne, ja, oder im tiefgründigen Sinne, sondern von der Religion im Sinne. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil es gibt heute einige islamische Gruppen und wir sind für Bildung. Das wollte ich nur dazu sagen, nicht, dass es jemand sagt, wir sind gegen Bildung. Aber wir sehen heute einige islamische Gruppen, die rufen nur dazu, dass wir studieren sollen und Schulen bauen sollen und so weiter und so fort. Aber das islamische Wissen, was eigentlich das Wichtigste ist, wird auf Seite gelassen. Das islamische Wissen, was das Wichtigste ist für dich, wird auf Seite gelassen. Warum ist das islamische Wissen das Wichtigste für dich? Warum? Weil wenn du kein Wissen hast vom Islam, bist du für den Scheitan wie ein offenes Fußballtor. Der braucht nur den Ball zu versenken. Weil irgendwo kriegt er dich. Du musst die Tricks des Satans kennen. Schirk. Guck mal, wie viele Muslime oder die sich Muslime nennen, in den Schirk gefallen sind. Guck dir das mal an. Katastrophal. Warum? Weil sie nicht wissen. Geh mal hier raus und schau dir mal an, wie vielen Dönerbuden dort so ein Auge hängt. Das beschützt mich. Das ist Schirk. Kleiner Schirk, aber Schirk.
Man ta'allaqa tamimatan faqad ashraqa. Wer einen Glücksbringer hat, hat Schirk begangen. Klarer Fall. Deswegen geht man dahin, sagt zu ihm, das Haram, was du da hast. Dann sagt er, ich glaube nicht dran. Sagst du, auch wenn du nicht dran glaubst. Der Prophet hat gesagt, wer es dran macht. Und außerdem, wenn du es hier anhängst, vielleicht denkt jemand, das hätte was mit dem Islam zu tun. Der sagt, ach, du bist ja ein guter Mensch und hin und her. Deswegen ist es auch gut, wenn ich das mache. Ja? So. Dann als nächstes sagt er, Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Dann sagt er, dann lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Das heißt, Allah fängt an mit der Schöpfung. Das heißt, mit der Rububiyya. Die Schöpfung gehört zur Rububiyya, zu der Herrschaft Gottes. Und dann als letztes sagt er hier, der mit dem Stift gelehrt hat. Und dies könnte ein Zeichen darauf sein, dass dieses Wissen vom Islam auswendig gelernt hat und niedergeschrieben wird. Wie in keiner anderen Religion. Du findest heute im Islam so viele Hadithe, die zur Zeit des Propheten a.s. schon niedergeschrieben wurden. Viele denken, die Hadithe wurden erst bei Bukhari niedergeschrieben. Das ist falsch. Die Hadithe wurden schon teilweise zur Zeit des Propheten niedergeschrieben. Er hatte extra Schreiber für die Hadithe gehabt. Er hatte Schreiber für Hadithe, Schreiber für Koran und so weiter. Deswegen, das ist etwas, was viele verwechseln. Sie sagen, guck mal, er hat hier gesagt, du sollst nicht schreiben. Du sollst keine Hadithe schreiben, du sollst nur Koran schreiben. Er hatte auch Leute, die Koran geschrieben haben. Wird auch geschrieben, man muss alle Hadithe nehmen. Das heißt, keine Religion ist in den ersten Jahrhunderten so gesichert worden wie die Religion des Islam. Schau dir Muwatta Imam Malik an. Der ist, ich glaube, 178 nach Hijra gestorben. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ungefähr. Auf jeden Fall im zweiten Jahrhundert. In diesem Buch sind, ich weiß es auch nicht genau, aber ich glaube 1800 Hadithe oder 2000 Hadithe drin, oder 1500 Hadithe. Auf jeden Fall über 1000 Hadithe noch drin. Und das, was Bukhari nachher gemacht hat, Bukhari ist, glaube ich, ungefähr im Jahre 254 gestorben. Er hat nur das, was schon geschrieben wurde von anderen, hat er sozusagen absorbiert und in ein Buch gebracht. Das ist der Punkt. Aber schau dir an, wie diese Religion geschützt wurde. Von der Bibel. Die Bibel selber, das älteste Manuskript vom Koran, haben wir aus der Zeit von Uthman. Der ist circa 14 nach Verscheiden des Propheten an die Macht gekommen. Das älteste Manuskript von der Bibel, das vollständige, ist aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Über 300 Jahre vergangen. Schau dir an, wie diese Religion gesichert ist. Von Tora brauchen wir gar nicht zu reden. Jahrhunderte später erst gibt es irgendwelche Manuskripte. Keine Religion ist so gesichert worden wie der Koran. Mit dem Stift und dann auch noch dazu das Auswendiglernen, was es in keiner anderen Religion gibt. Und hier wird schon darauf hingewiesen, wie diese Religion mit dem Stift gelehrt wird auch. Dann, wie hat der Prophet a.s. darauf reagiert? Der Prophet a.s. hat darauf reagiert, dass er nach Hause gegangen ist und sein Herz war am Schlagen. Und er sagt zu seiner Frau, Semmiluni, Semmiluni, hülle mich ein, hülle mich ein. Hier, schau dir wieder an die Verbindung mit seiner Ehefrau, die er hat. Wirklich, subhanallah, es ist manchmal traurig. Wir haben es wirklich mit Brüdern zu tun, ja. Die haben überhaupt gar keine Beziehung zu ihrer Frau. Wie ein Gegenstand. Ja, schau dir hier die Beziehung an, die der Prophet mit seiner Frau hat. Hülle mich ein, hülle mich ein. Und dann ging von ihm der Schock weg. Was sagen wir als erstes? Der Prophet a.s. hatte Angst. Ganz klar. Sein Herz schlug. Warum? Dann der Schock ging weg. Der Schrecken ging weg. Was ist ein Schrecken? Ein Schrecken ist Angst. Ist das schlimm? Der Prophet a.s. ist ein Mensch. Es wird im Koran gesagt, Kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan saliyan wa la yushrik bi ibadati rabbi ahada. Er sagt, sag, ich bin ein Mensch wie ihr, aber der Unterschied, mir ist offenbart worden. Er ist der beste Mensch, aber natürlich kann er Gefühle haben wie Angst, Liebe, Wut auch. Haben wir auch um Zeit des Propheten, dass er Wut hatte. Dass er rot wurde. Aber er hat trotzdem bei all diesen Eigenschaften immer die besten Verhaltensweisen. Jetzt kommt der Punkt. Es gibt einige Gruppen, die Ahbash, die sagen, wer sagt, dass der Prophet Angst hatte, ist Kafir. Wer sagt, dass der Prophet Angst hat, ist Kafir. Kannst du nicht sagen, ist eine Beleidigung des Propheten, ist Schwachsinn. Weil er ist ein Mensch, ist kein Engel, ist kein Stein,
ist kein Baum, der Prophet ist ein Mensch. Und er hat auch menschliche Eigenschaften. Und hier der Hadith ist ein ganz klarer Beweis gegen sie, aber die finden schon irgendeinen Weg, das Ganze wieder 63.000 Mal umzudrehen, dass wieder was anderes bei rauskommt. Klarer Fall. So, dann, was sagt er seiner Frau? Er sagt dann, Khashitu ala nafsi. Ich hatte Angst um mich selber. Der Prophet sagt, ich hatte Angst um mich selber, aber die haben schon irgendeine andere Interpretation, wer die haben. Das hat er zwar gesagt, aber das hat er nicht gemeint, ist klar. Dreimal wird es erwähnt, ja, das hat er gesagt, aber nicht gemeint. Und Aisha überliefert dann Kuffer auch weiter, weil das ist ja laut denen ihrer Meinung Unglaube. Und dann sagt, was sagt Khadija dann zu ihm? Und guck mal hier die Intelligenz dieser Frau. Sie sagt zu ihm, Kalla wallahi la yukhzika Allahu abada. Aber nein, Allah, bei Allah, Allah wird dich niemals in Stich lassen. Wird dich niemals in Schande stürzen. Warum? Erstmal sieht man daran, sie haben auch an Allah geglaubt, an einen Gott. Er wird dich niemals in Schande stürzen. Warum? Inna laka tasil rahim. Du verbindest die Verwandtschaftsbunde. Und dann in einer Überlieferung, wa tasdukul hadith. Und du sprichst die Wahrheit, wenn du sprichst. Ja? Wa tahmilul kell. Und du hilfst den auf, der sich nicht selber tragen kann. Das kann mit Vermögen sein, das kann auch mit dem Körper selber sein. Wa taksibul ma'dum. Und du hilfst dem Mittellosen. Wa tukriu daif. Und du ehrst den Gast. Wa tu'inu ala nawa'i bil haqq. Und du hilfst denjenigen, den Vertretern des Rechts hilfst du. Und subhanallah, guck mal. Aisha hat das gesagt und der Prophet war ein Prophet. Wenn das falsch gewesen wäre, hätte er irgendwann in seiner Lebenszeit gesagt, dass das nicht stimmt, was sie gesagt hat. Und darauf aufmerksam gemacht und dazu Aisha gesagt, dass das nicht stimmt. Aber hier wird das überliefert und der Prophet a.s.w. hat dies Aisha erzählt. 6 Eigenschaften. Erstmal die Familienbande. Wenn man diese 6 Eigenschaften hat, dass Allah einen nicht in Schande stürzen wird. Schauen wir uns mal die Familien, schauen wir uns mal die Situation unter den Muslimen an. Ob das so ist. Wenn wir die 6 Eigenschaften haben, werden wir nicht in Schande gestürzt. Nummer 1, verbinden die Verwandtschaftsbande. Ist sicherlich bei einigen Leuten verbunden, aber ist sicherlich bei einigen Leuten so, bei vielen Leuten ist es auch nicht so. Wird, vor allen Dingen jetzt in der heutigen Zeit, da wird geschieden, geheiratet. Der hat Streit mit dem, der hat Streit mit dem und so weiter und so fort. Alles, weil Islam nicht praktiziert wird. Dann, was als nächstes, du sagst die Wahrheit. Du sagst die Wahrheit. Subhanallah, du siehst heute, dass von einigen muslimischen Organisationen über die Religion gelogen wird. Geschweige denn die Wahrheit gesprochen wird unter den Muslimen. Wenn wir die 6 Eigenschaften haben, werden wir von Allah nicht in Schande gestürzt. Drittens, du hilfst demjenigen auf, der krank und zerbrechlich ist, sozusagen. Der zerbrechlich ist, der schwach ist, sozusagen. Ja? Schauen wir uns das mal an. Wir sehen heute christliche Organisationen, die überall auf der Welt ehrenamtlich den Kranken helfen. Geh mal in einem islamischen Land ins Krankenhaus. Wenn dein Blut da liegt, das kannst du danach, kannst das selber. Hast gerade ein Kind bekommen. Marokko ist das beste Beispiel. Du hast gerade ein Kind bekommen, da kannst du dein Blut selber, komm raus jetzt hier, komm raus. Wo ist diese Eigenschaft vorhanden? Schau dir mal in den islamischen Ländern die Krankenhäuser beispielsweise an. Da ist jemand krank, der kann krepieren, Pech gehabt. Da können wir auch nichts dran ändern. Wer kümmert sich da um die Leute? Natürlich nicht alle, aber ich meine im großen Umfang. Und was sagt Umar al-Khattab? Der sagt, ich fürchte eure Sünden mehr für euch als den Feind. Weil wenn du die Sünden trägst, wird der Feind Macht über dich bekommen. Also das hat er nicht gesagt, aber das ist die Erklärung davon. Der sagt, ich fürchte eure Sünden für euch mehr als euren Feind. Wir fangen heute immer an beim Feind. Nee, wir müssen uns selber anfangen. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, bis sie sich selber ändern. Schau dir so rum an, das ist, was Umar al-Khattab sagt. Der hat in den Dschihad, was hat er gemacht? Der hat in den Dschihad keine Dings mitgenommen. Hat er geguckt, dass nur Leute mitnehmen, die Salihin sind, damit nichts passiert. Der Prophet a.s. ist einmal in Schlacht al-Badr gegangen, da kam ein Muschrik mit in seine Reihen, da hat er gesagt, geh zurück. Geh zurück. Lenn astaeinu bi Muschrik.
Ich will keine Hilfe von Mushrik haben. Jetzt sagen andere, ja, wie ist das denn mit Abdullah ibn Uraikid zum Beispiel? Das war ein der Führer, der Reiseführer, der den Propheten aus Mekka herausgebracht hat. Ja, es gibt einige andere Beispiele, ja. Aber das war nie in dieser Kampfsituation beispielsweise gewesen. Das soll uns nur etwas verdeutlichen. Das soll uns nur etwas verdeutlichen. Umar al-Khattab hat zu dem Führer in einem der islamischen Länder geschrieben, der hat ihm geschrieben, der hat einen christlichen Schreiber. Der hat gesagt, entlasse den. Der ist der beste Schreiber hier. Hat er geschrieben, der ist gestorben. Warum hat er das geschrieben? Er wollte nur sagen, was ist, wenn er gestorben ist? Versuch etwas anderes zu holen für die Angelegenheiten. Jetzt etwas anderes. Wir haben einige Takfiris, die sagen dann, wenn du Hilfe fragst, bist du Käfer geworden. Das ist was anderes. Hat nichts mit Kufa oder so zu tun, wenn du einen Käfer fragst, dass er den muslimischen Angelegenheiten hilft. Sondern wenn du einem Käfer gegen die Muslime hilfst, beispielsweise, ja, zum Beispiel Schlacht von Badr beispielsweise, du bringst jetzt die Muslime um, damit die Nicht-Muslime gewinnen, das zeigt, dass du Hass im Herzen gegen den Islam hast, beispielsweise. Das ist der Zusammenhang, aber einige Leute kapieren das nicht. Die sagen dann zum Beispiel, jetzt ist der König von Saudi-Arabien Käfer geworden, weil er die Amerikaner reingeholt hat. Und die haben gegen Saddam gekämpft. Da sagen die, ja okay, Saddam ist ja Muslim, der hat denen gegen die geholfen. Hallo? Saddam wollte Saudi-Arabien angreifen, die haben Angst gehabt, dass sie umgebracht werden. Ob die Entscheidung richtig ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Ja, aber es gibt einige Leute, die dagegen waren. Aber ob das Kuffer ist, absoluter Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. Jedenfalls, das wollte ich nur kurz das wollte ich dazu erwähnen. Das heißt, dass wir anfangen müssen, diese sechs Eigenschaften, guck mal, diese Hadith alleine, diese Aussage von Aisha, da kannst du eine ganze Khutba von machen. Dann, du hilfst dem Notleiden. Wo sind die? Guck mal, erst in neuester Zeit gibt es islamische Hilfsorganisationen. Erst in neuester Zeit. Guck mal, in diesen ganzen Ländern, wo Unglücke passieren, die da am meisten helfen, sind die Christen. Es ist einfach so. Jetzt wirst du sagen, ja okay, Herr Vogel, was hast du dafür gemacht? Ja, okay. Tatsache ist, natürlich jeder hat auch seine Beschäftigung. Aber viele Leute haben nur die Beschäftigung zu fressen. Das ist das Problem. Ja, natürlich müsste Leute geben, die sich darum kümmern, Leute geben, die darum kümmern, und die müssten viel da sein. Wir versuchen uns um die Dauer zu kümmern. Wir versuchen uns um die Dauer zu kümmern hier. Da muss es Leute für geben, die sich darum kümmern. Aber es gibt viel zu wenige. Wie viele Leute kennt ihr, die auf Deutsch Predigten halten hier in Deutschland? Paulo, du siehst, einige Leute sind seit 30 Jahren hier, haben Islam studiert, die können kein Wort Deutsch. Sollen nach Hause gehen, subhanallah. Wirklich. Wenn ich das sehe, Achi, das kann doch nicht sein, dass ich hier lebe, die Leute um mich herum gehen in die Hölle und ich mache mir keine Mühe, mal irgendwie denen etwas zu vermitteln. Wer so ist, der kann kein Urteil geben über das, was hier passiert. Sondern du musst auch das Verständnis haben von der Lage dieser Leute hier. Dann sagt er, und der ehrt den Gast. Ja, das haben wir oft bei in islamischen Ländern, da muss man sagen, dass der Gast geehrt wird. Nur ich weiß manchmal nicht, ob das Ehren des Gastes ist, wenn der Gast zum Essen gezwungen wird. Ja, ob das Ehren des Gastes ist oder eher Belästigung, ist eine andere Frage. Weil man sieht es eigentlich immer wieder, dass man irgendwo zum Essen eingeladen wird und man dann zugestopft wird. Wenn man sagt, ich kann nicht mehr, wird gesagt, komm, ess noch ein bisschen. Das ist auch unislamisch, ist das. Das ist eine verbreitete, unislamische Art. Ist einfach so. Weil der Prophet, a.s., es wird gesagt, Aisha sagt, Ma'aba Nabiyu, a.s., ta'aman kat. In ishtahau akala, wa in karehu tagarka. Der Prophet hat niemals ein Essen als schlecht empfunden. Wenn er es gemocht hat, hat er es gegessen. Und wenn er es nicht gemocht hat, hat er es gelassen. Ganz klar. Dann geht es weiter. Als letztes sagt er, und er hilft dem, der Recht besitzt. So, was haben die danach gemacht, als das passiert ist? Sie sind zu Waraka ibn Nawfal gegangen. Wer war Waraka ibn Nawfal? Waraka ibn Nawfal war der Sohn vom Onkel von Khadija. Und er war ein Gelehrter im Christentum, der Hebräisch konnte und so weiter. Und hieran sieht man wieder eine Sache, dass man zu Leuten geht, die Wissen haben. Dass man zu Leuten geht, die Wissen haben von der Religion. Und der Prophet, a.s., hat
immer wieder mit Leuten hat er sich konsultiert, Schura gemacht, befragt, wenn er keine Offenbarung bekommen hat. Und das ist etwas, das unter uns da sein sollte, dass wir untereinander beraten. Und Barak ibn Nawfal, der Prophet, erzählt ihm, was passiert ist. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Unheimlich wichtig. Der Prophet, a.s.w., erwähnt ihm, was passiert ist. Und Barak ibn Nawfal sagt zu ihm, ganz klar, er sagt, هذا النموس الذي نزل على موسى. Das ist der Namus, der auf Musa, die Offenbarung, Engel Jibril, der auf Musa herabgesandt wurde. Und dann sagt er, guck dir diese Sache an, subhanallah, kannst du eine ganze Khutba von halten. Das ist der auf Musa. Warum sagt er Musa, warum sagt er nicht Isa? Weil das, was Isa gemacht hat, das Evangelium, eine Vervollständigung der Tora ist. Ja, die Tora ist die Grundlage. Jetzt, was sagt er danach? Was sagt er dann? Subhanallah. Er sagt, Leitani fiha jada'an. Er sagt, wehe mir, fiha jada'an. Wäre ich doch nur, ja, und hier ist das, man fragt sich vielleicht in der arabischen Sprache, warum heißt das jada'an? Weil later ist eigentlich inna wa akhawatuha und das, das Tansibul Mubtada wa Tarfuul Khabar, aber okay, das ist sowieso egal. Und hier ist jetzt Jada'an, weil dieses Kuntu, das ist hier nicht geschrieben, das ist also Muqaddar. Das wird also vorausgesetzt oder ist versteckt. Das heißt, der will sagen, wäre ich doch nur ein junger Bursche. Leitani akunu hayyan if yukhrijuka qawmuk. Wehe mir, wäre ich doch nur am Leben, wenn dein Volk dich rausschmeißt, wenn die dich vertreiben. Was sehen wir hier? Schau dir das an, subhanallah. Erstmal, er sagt, wäre ich jung. Das heißt, diese Religion wird von den jungen Leuten getragen. Bei vielen Leuten kannst du draußen Salatul Janaza beten. Sei froh, wenn du jung bist. Irtanim Khamsin Kabla Khamsin. Nutze 5 vor 5. Und eine Sache davon ist, Shababaka Kabla Haramika. Deine Jugend, bevor du alt geworden bist. Deine Jugend, bevor du alt geworden bist, denn jetzt hast du Möglichkeiten zu lernen. Du lernst besser, du kannst dich bewegen. Aber wenn du alt geworden bist, kannst du das nicht mehr nachholen. Deswegen nutze die jetzige Zeit. Deswegen müssen wir unsere Arbeit in die Jugend legen. Und dann sagt er, Leitani akunu hayyan wa yukhrijuka qawmuk. Wäre ich doch nur lebendig, wenn dein Volk dich rauswirft. Warum? Er will dabei sein. Er will dabei sein, wenn die Leute, die den Islam nach vorne bringen, vernichtet werden. Warum? Der Prophet a.s.w. sagt, werden die mich vertreiben? Was sagt er? Nam. Warum? Wie kann er ja sagen? Der weiß ja gar nicht, was in der Zukunft passiert. Das ist eine Vermutung von ihm. Aber eine Vermutung, die erlaubt ist. Weil er sagt dann, Lam yati ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Keiner ist gekommen mit dem, womit du gekommen bist, außer dass er befeindet wurde. Außer, dass er befeindet wurde. Und dann sagt er, ja, und wenn das passieren wird, dass sie dich rausschmeißen, wa in yudrikni yomuka, und wenn der Tag mich erreicht, wo sie dich also rausschmeißen, sinngemäß, la ansaruka nasran mu'azaran, dann werde ich dir beistehen. Richtig beistehen. Und jetzt schauen wir an, er sagt, das ist jedem passiert. Wir schauen uns die Geschichte an. Jeder, der die Botschaft getragen hat, schau dir an. Ibrahim a.s., was passiert? Die wollten ihn ins Feuer schmeißen. Nu a.s., was lesen wir ihm? Kazzabat qablahum qawm Nuh. Wa qalu majnun wa kazzabu abdana wa qalu majnun wa sdujir. Das heißt, davor hat das Volk Nuh, haben unseren Diener, haben sie der Lüge bezichtigt und haben gesagt, er ist verrückt und haben ihn getadelt. Und was ist dann passiert? Was sagt Nuh? Fada'a rabbahu anni maglubum fantasir. So hat er seinen Herrn gerufen und hat gesagt, ich bin sozusagen unterdrückt. So helfe mir. Das heißt, ist so. Schau dir Yahya an, ist getötet worden. Schau dir Isa an, alayhissalatu wassalam, die wollten sie auch töten. Schau dir Musa an, den haben sie auch, der ist geflüchtet vor dem Pharao. Und er ist mit einem ganzen Heer hinterher und Allah hat ihnen geholfen am Ende. Sie sind im Meer ertrunken. Schau dir die ganzen Leute an.
Das heißt, wenn du denkst, dass hier kein Gegenwind kommen wird, dann bist du auf dem falschen Schiff. Dann hast du etwas nicht richtig verstanden. Wenn du auf dem Weg der Dauer bist, wird mit Sicherheit, wenn du diese Botschaft trägst, werden Feinde auftreten. Schau dir die Dings an. Das ist ein Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Aber heute siehst du leider die Leute, die sagen dann, die eigenen Muslime, wenn jemand der Dauer macht, bekämpft wird, sagen die, ja, wir sind auch gegen ihn. Wir sind die lieben Muslime. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Das musst du dir vorstellen. Wir müssen diese Botschaft tragen. Und schau dir das mal an. Nicht diejenigen werden bekämpft, die hier von Takfir reden und so weiter, sondern diejenigen, die zur wahren Botschaft rufen. Ist so. Das siehst du. Andere interessieren gar nicht. Schau dir mal die Zeitung an.